im Leben von Cristiano Ronaldo. Das Video hat 3,4 Millionen Klicks. Ich habe das aber echt noch nicht gesehen. Warum auch immer. Und das Video werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal angucken. Die Bewertung sagt 46.000 Likes, 2.800 Dislikes. Sehr geil. Und ja, die Kommentare braucht man sich bei Wissenswert nie angucken. Ich feiere den Kanal aber eigentlich schon, nur die Informationen, die manchmal sagen, die sind ein bisschen weird. Wenn ihr das als Stream-Highlights-Video seht, lasst ein Like, ihr kennt die Challenge, Daily Challenge, 500 Likes, abonniert den Stream-Highlights-Kanal. Und ich würde sagen, ein Tag im Leben von Cristiano Ronaldo. Er ist einer der besten Fußballer unserer Zeit und ein Idol für Millionen von Fans. Yes. Wir wissen alle, wie CR7 auf dem Platz ist, aber wie lebt Cristiano Ronaldo eigentlich abseits des Fußballfelds? Willkommen bei Wissenswert. Wir zeigen euch heute, wie ein Tag im Leben von Cristiano Ronaldo aussieht. Beginnen wir mit Cristiano Ronaldos Morgenroutine. Die Zeitung GQ hat Ronaldo einen ganzen Tag. Wahrscheinlich steht er jeden Morgen so auf, ne? Ist, ah, guten Morgen, erstmal ein bisschen hochhalten. Jo, wahrscheinlich. Begleitet und berichtet ausführlich darüber, wie der übliche Morgen von CR7 aussieht. Dieser beginnt in seinem neuen Zuhause in Turin. Genauer gesagt in dieser Doppelvilla. Boah. Doppelvilla daher, da Ronaldo tatsächlich zwei Gebäude nebeneinander bewohnt, die miteinander verbunden sind. Lul. Die Villa verfügt über einen riesigen Garten, einen beeindruckenden Ausblick über Turin, mehrere Pools und eine eigene Straße, die 24 Stunden Video überwacht wird. Die Gebäude soll Ronaldo daher gewählt haben, weil sie durch ihre Lage auf einem Hügel zwischen vielen Bäumen gut vor Paparazzis schützen. Wenn okay, kann man machen. Also ich glaube, Ronaldos Leben zu haben, da muss man sich auch vor Paparazzi schützen. Ronaldo dort aufwacht, ist sie das Erste, was er sieht. Seine Freundin Georgina Rodriguez. Sie ist Argentinierin, 25 Jahre alt, Model und Mutter von Alana Martin. Argentinierin, man sagt, Ronaldo hat sie über Messi kennengelernt. Messi hat sie Ronaldo geklärt. Na, dem gemeinsamen Kind von ihr und Cristiano Ronaldo. Und so ist auch Cristiano Ronaldos nächste Beschäftigung nicht verwunderlich. Er schlendert durch seine Villa und guckt nach seinen Kindern. Insgesamt hat er neben seiner jüngsten Tochter Alana Martina noch die beiden Zwillinge Matteo und Eva, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden und inzwischen anderthalb Jahre alt sind. Mhm. Und seinen ältesten Sohn Cristiano Ronaldo Jr., der bald 9 wird. Nachdem er seinen Kindern einen guten Morgen gewünscht hat, beginnt sein erstes Training. In seinem privaten Fitnessraum macht CR7 laut dem 442 Magazine verschiedene Bauchmuskel- und andere Kraftübungen. Anschließend begibt er sich ins Badezimmer, wo er laut GQ ungewöhnlich viel Zeit verbringt. Er soll mehrere Schränke voller verschiedener Körperlotionen und Hautpflegeprodukte besitzen und sich bis zu einer halben Stunde lang im Bad vor dem Spiegel betrachten und sich dabei stylen. Danach schreibt mal in die Kommentare, wie lange braucht ihr im Bad? Also ich bin ein Typ, ich gehe unter die Dusche, momentan mit meiner Frisur muss ich eh nichts machen, trockne mich ab, bin raus. Locker 10 Minuten, ich bin wieder fertig. 10 Minuten, gib mir 10 Minuten, ich bin komplett angezogen, fertig, ready to go. Das ist, was ich mache. Ach, geht's zum Frühstück. Dies fällt, je nach Zeitplan, recht unterschiedlich aus. Wenn Ronaldo bereits früh unterwegs ist, nimmt er eher kleine Mahlzeiten zu sich und konsumiert neben Proteinshakes auch viel Kolostrum, also Säuglingsmilch. Diese ist laut Der trinkt Säuglingsmilch, mache ich auch demnächst. Experten optimal für schnellen Muskelaufbau. Wenn Ronaldo keine dringenden Termine hat, ist sein Frühstück in der Regel recht üppig. Er hat eigene Köche, die Essen zubereiten, das genau auf Ronaldo zugeschnitten ist. Zum Frühstück gibt es frisches Obst, Gebäck, Joghurt und Cappuccino. In seiner Zeit bei Real Madrid war Ronaldo auch dafür bekannt, häufiger auswärts mit Freunden zu frühstücken. Doch auch wenn er dafür in die edelsten Cafés geht, kann er eigentlich kaum entspannen. Immer wieder kommen Fans, die Ronaldo um ein Foto beten. Statt davon allerdings genervt zu sein oder anzufangen, Fans abzuwimmeln, lässt sich Ronaldo geduldig fotografieren. An regulären Wochentagen geht es nach dem Frühstück zum Training auf Juventus Haupttrainingsgelände. Dort fällt Ronaldo besonders auf durch seine außergewöhnliche Einstellung. Sein ehemaliger Mitspieler Cornito
Neto sagte über Ronaldos Trainingsverhalten, dass sein Training wie eine Show ist. Viele Mitspieler, die schon lange dabei sind, drehen sich zu ihm um und gucken ihm öfters zu. Auch seine Ausdauer ist ungewöhnlich hoch. Er trainiert deutlich länger als seine Teamkollegen. Tonito sagt, dass Ronaldo damals teilweise noch über eine Stunde auf dem Platz blieb und immer als letzter nach Hause ging. Doch genau dasselbe mit Haaland, Leute. Bei dem habe ich das auch gehört. Der kommt halbe Stunde früher und geht halbe Stunde später. Das macht diese Profifußballer aus. Immer einen Schritt voraus an den anderen und immer nochmal ein Stückchen mehr trainieren, als wie es die anderen machen, wenn es euer Körper natürlich zulässt. Also immer auf euer Körper hören, wenn ihr Fußballprofis werden wollt zum Beispiel. Gehen stimmt nicht ganz. Ronaldo fährt. Kann man natürlich auch auf YouTube übertragen. Ne? Immer aktiver sein als der andere. Deswegen guckt euch FIFA Gaming an. Einfach mal 8 Videos am Tag bringen. No front, Digga. War ein Spaß an der Stelle. In einem seiner zahlreichen Luxusautos. Ronaldo ist ein wahrer Autofan und sein Fuhrpark daher recht umfangreich. Er fährt gerne Ferrari, besonders den Ferrari 599 GTO. Boah. Mit diesem hatte er allerdings bereits einen Unfall. Doch das hielt ihn nicht davon ab, dasselbe Auto einfach nochmal für 300.000 Euro zu kaufen. Ansonsten besitzt Ronaldo noch Sportwagen wie den Porsche 911 Turbo, wie auch einen Lamborghini Aventador. Für längere Fahrten setzt Ronaldo auf SUVs wie einen Mercedes GLE oder ein... Ich schwöre, GLE ist so ein geiles Auto. Wäre das Ding nicht so teuer, würde ich mir das schon lange holen. Ne? Ich schwöre, ich liebe GLE. Ich liebe den GLE. Range Rover Sport. Doch das absolute Highlight in Ronaldos Garage ist ein 2,4 Millionen Euro teurer Bugatti Chiron mit stolzen 1500 PS. Das Auto gilt als der beste Sportwagen der Welt mit Straßenzulassung. Nach dem Training geht es Ronaldo recht ruhig an. Eines seiner obersten Prinzipien ist es, für jede sportliche Betätigung auch ausgleichend viel Ruhephasen einzubauen. Mehreren Quellen zufolge hält Ronaldo häufiger kurze Naps, um Energie zu tanken. Zum Mittagessen gibt es dann wieder eine Mahlzeit, die von Ronaldos eigenem Koch kreiert wurde. Ronaldo ist großer Fischfan und isst am liebsten Goldbrasse, Schwertfisch und Seebarsch. Ebenfalls liebt er Steak, Thunfisch und insbesondere klassische portugiesische Gerichte wie Bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás esse ich auch jeden Tag. Mittags stehen dann verschiedene Dinge auf dem Programm. Wenn kein Fußballspiel ist, dreht sich Ronaldos Leben insbesondere um seine Familie. Er bezeichnet sich immer wieder als großer Familienmensch und so beginnt sein Nachmittag oftmals damit, dass er seinen Sohn Cristiano Ronaldo Jr. von der Schule abholt und dann zusammen mit ihm im Garten trainiert. Ronaldo Jr. ist bereits selber im Verein aktiv und sein Vater legt viel Wert darauf, dass er das bestmögliche Training erhält. Doch Junge, dieser Cristiano Ronaldo Junior, glaubt ihr, der wird Profifußballer? Seid mir ehrlich, Leute, Hand aufs Herz. Oder glaubt ihr, der hat viel zu viel Druck, weil Ronaldo sein Vater ist und der wird deswegen floppen, weil er zu viel Druck hat oder so. Bei mir sind die Server die ganze Zeit schon on, Leute. Ich kann die ganze Zeit zocken. Nur kann man nicht Weekend League spielen. Darum gucke ich gerade dieses Video an. Ronaldo ist bekanntermaßen nicht nur Fußballer, er ist auch einer der größten Werbestars der Welt. Fast jede Woche ist daher mindestens ein Tag voller Termine und Shootings. Bei internationalen Terminen nutzt Ronaldo dafür meist sein eigenes Flugzeug. Yo, ich fliege auch immer auf Placements mit meinem Privatjet. Also, wenn mich eine Firma buchen will, kein Problem, Flug ist gebucht, ich fliege mit Privatjet. Und nimmt seine Kinder und seine Freundin Georgina mit. Vor 3 Jahren kaufte er eine Gulfstream G200. Ein 19 Millionen Dollar teures... Ja, er wird safe Profi, weil er so gut trainiert wird und so, sagt ihr alle, okay. Ich denke auch schon, er hat gute Chancen. Wenn er sich nicht verletzt, wird er Profi. Allein schon, weil er der Sohn von Cristiano Ronaldo ist und er nicht erst entdeckt werden muss, sondern er ist sozusagen schon entdeckt worden, weil jeder über ihn spricht und so. Zweistrahliges Jetflugzeug, das einen äußerst luxuriösen Innenraum besitzt. Doch all das ist für Ronaldo alles eher Freizeit. Er ist durch und durch Athlet und lebt für den Sport. Wenn ein Fußballspiel für Juventus ansteht, dann durchläuft Ronaldo zuvor einige außergewöhnliche Rituale. Bevor er in den Mannschaftsbus steigt, wählt Ronaldo laut dem 442 Magazine erstmal die passende Musik aus, die ihn dann motivieren soll. Ronaldo schwört auf die Wirkung von guter Musik und hat für jedes Spiel eine individuelle Playlist. Am liebsten... Was macht er da? Prüft er, ob die Wand... hört er Hip-Hop und Reggae. Also, er macht den Beat nach, jetzt check ich.
Naldo dann mit seinen Teamkollegen am Stadion erscheint, macht er sich warm und führt spezielle Dehnübungen aus. Zusätzlich trinkt er zwischendurch immer wieder ein spezielles Sportgetränk, das Vitamin B12 und reichlich Elektrolyte enthält, damit sein Körper ausreichend hydriert ist. In der Kabine soll Ronaldo laut Ex-Teamkamerad Wayne Rooney eine recht außergewöhnliche Aufwärmtaktik haben. Rooney sagte in einem Interview über seinen Teamkollegen damals: "In der Zeit, als ich mit Ronaldo zusammengespielt habe, war das Auffälligste bei ihm, dass er nicht an seinem Spiegelbild vorbeilaufen kann, ohne es zu bewundern. Selbst wenn wir kurz vor einem Spiel sind, Ronaldo soll laut Rooney vor jedem Manchester United-Spiel seine Reflexion im Spiegel betrachtet und sich dadurch selbst motiviert haben." Ebenfalls sagte Rooney, dass er noch nie eine Person mit größerem Selbstvertrauen erlebt hatte als Cristiano Ronaldo. Wenn das Spiel dann vorbei ist, verlässt Ronaldo das Stadion noch nicht sofort. Er sagte der spanischen Zeitung AS einmal, dass er auch eine Routine für die Zeit nach dem Spiel verfolge. Diese beginnt damit, dass er eine sehr kohlenhydrathaltige Mahlzeit wie Pizza oder Nudeln zu sich nimmt und daraufhin im Wechsel sehr heiß und anschließend sehr kalt duscht. Sein Kreislauf nochmal in Schwung bringen und so, ne? Also das macht alles schon Sinn und Selbstvertrauen ist natürlich auch wichtig im Fußball, weil wenn du selbstbewusst bist, gelingt dir auch mehr. Wenn du nicht so selbstbewusst bist, dann verspringt dir auch mal ein oder zwei Bälle mehr. Routine nach einem Spiel endet mit einer 20-minütigen Schwimmrunde, bei der er laut eigener Aussage seinen Kopf freimacht und sich vom Spiel ablenkt. Wenn mal keine Werbetermine und auch beruflich bei Juventus keine Spiele anstehen, dann macht Ronaldo in der Regel Urlaub. Diesen verbringt er üblicherweise jedoch nicht an Land, sondern auf dem Wasser. Und zwar in einer Luxusjacht. Bitte sag, wie viel die kostet. Ich will den Preis wissen. Die Ronaldo regelmäßig für Urlaube chartert. Zusammen mit mehreren Freunden, seinen Kindern und seiner Freundin Georgina bewohnt er die Yacht dann für einige Tage. Doch auch wenn seine Urlauber auf Entspannung ausgelegt sind, so trainiert Ronaldo trotzdem sehr fleißig. Boah, ich hab so Bock, gerade Jetski zu fahren im Warmen. Oh mein Gott, das wäre dann so Traum. Auf Instagram veröffentlichte er während seines letzten Urlaubs in Griechenland ein Video, in dem er, sein Sohn und ein paar Freunde ein nächtliches Training in der Natur veranstalten. Als letztes kommen wir zu Ronaldos typischem Abend. Diesen verbringt Ronaldo gerne mit seinen Freunden und seiner Familie. Öfters wird dann auch auswärts gegessen. Partys und insbesondere Alkohol meidet Ronaldo jedoch. Ohnehin hätte er dafür auch kaum Zeit. Denn sein Abend ist für gewöhnlich schon sehr früh vorbei. Bereits gegen 9 Uhr abends geht Ronaldo schon schlafen. Er legt Hä? Wenn Champions League ist, dann spielt er doch erst um 9 Uhr. Junge, das ist so komisch manchmal. Stell dir mal vor, der geht sonst immer um 9 Uhr schlafen, ist das gewöhnt, muss dann Champions League spielen um 9 Uhr und ist dann eigentlich schon voll müde, weil er sonst schlafen geht zu dieser Uhrzeit. Also das kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Oder er bereitet sich dann auf Champions League nochmal vor oder so, ich weiß es nicht. Viel Wert darauf, dass sich sein Körper ausführlich regenerieren kann. Und das beste Mittel dafür ist ein langer Schlaf. Doch zu lang darf er auch nicht sein. Und so steht Ronaldo morgens meist schon recht früh auf. Um 5 Uhr ist er in der Regel bereits wach. Und ein neuer Tag im Leben von Cristiano Ronaldo kann nun beginnen. Das war's mit Wissenswert. Wir hoffen, euch hat... Ja, Mann, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst mal ein Like da, genauso wie hier. Vielleicht schaffen wir 46.000 Likes. Moin, lasst ein Abo da und schreibt mal rein, seid ihr CR7-Fans, seid ihr Messi-Fans? Auf welcher Seite seid ihr eher?